Die Schlümpfe erobern das Haffmuseum. Bis zum 26. September stellt das Ueckermünder Haffmuseum alles rund um die kleinen blauen Wesen aus. Von längst vergessenen Ü-Eierschlümpfen bis hin zu Zahnputzbechern eignete sich Harry Schmidt über Jahrzehnte eine große Sammlung an, die er dem Museum nun zur Verfügung stellt. Ray Cooper kommt nach Stralsund. Am Samstag, den 5. September, können Sie die Folklegende live um 20 Uhr in der Kulturkirche St. Jakobi erleben. Der Sänger und Songwriter performt mit unterschiedlichen Instrumenten, darunter Cello, Gitarre und Harmonika, eigene Texte und Kompositionen. Karten erhalten Sie in der Tourismuszentrale Stralsund, online über Reservix und an der Abendkasse. Am 5. September findet im Haus der Sozietät Rostock von 10 bis 15 Uhr der zweite runde Tisch Plattdeutsch statt. Alle Plattdeutsch-Liebhaber sind herzlich eingeladen, gemeinsam auf die plattdütschen Aktivitäten des Jahres 2020 zurückzublicken, sowie eigene Ideen und Projekte vorzustellen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Eine Zukunft, in der Algorithmen das Leben der Menschen prägen, Staubsauger an Messi-Syndrom erkranken und Drohnen unter Flugangst leiden. Davon erzählt Marc-Uwe Kling in seinem Roman Quality Land. Das vollautomatisierte Konsumparadies ist ein durchökonomisierter Überwachungsstaat, an dem Marc-Uwe Kling Kapitalismuskritik ausübt. Sowohl am 29. August als auch am 20. September um jeweils 20 Uhr ist die szenisch eingerichtete Lesung im Ateliertheater des Volkstheaters zu erleben. In der Sonderausstellung Lehmbau an der Hochschule des Lehmmuseums Gnevsdorf dokumentieren Bild, Ton und Text, wie sich das theoretische Studium der Architektur und des Bauingenieurwesens ganz praktisch bereichern lässt. Bis zum 3. Oktober können Sie hier Projekte wie den mörtelfreien Bau eines Lehmgebäudes in Ghana, die Sanierung einer alten Burg in Marokko und den experimentellen Lehmkuppelbau auf dem Campus der Hochschule Wismar bestaunen. Am 7. Oktober um 20 Uhr startet das Literaturhaus Rostock mit einer Auftaktlesung mit Judith Zander und ihrem neuen Roman Johnny Ohneland in den literarischen Herbst. Johnny Ohneland ist ein poetischer und intimer Roman über die Kindheit und Jugend einer Frau, die auf der Suche nach der eigenen Identität ist. Tickets können Sie im Pressezentrum oder unter mvticket.de kaufen. Die Lesung kann zudem als Livestream mitverfolgt werden. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.